Ja, hallo und guten Tag zu einem BZ-Talk mit einem Fußballer, den man eingefleischten Fans des SC Freiburg eigentlich nicht vorzustellen braucht. Herzlich willkommen, Uwe Wassmer. Jeder Hallo. eingefleischte Fan des SC Freiburg betet ja schon seit Tagen darum, dass einer der Spieler aus der aktuellen Mannschaft mit ihnen beim Heimspiel am kommenden Samstag gleichzieht und den Bayern gleich drei Tore auf einmal einschenkt. Das ist ihnen nämlich am 27. November 1993 gelungen. Wem aus dem aktuellen Kader würden Sie das denn zutrauen, drei Tore gegen die Bayern zu schießen? Ja, spontan wird mir der Nils Petersen einfallen als Torschützen, weil er ja auch sonst eine gute Quote hat und regelmäßig trifft. Ihm wäre es zuzutrauen, dass er drei Tore gegen Bayern schießen kann. Für die Fans sind natürlich die Spiele gegen die Bayern immer was ganz Besonderes. Da fiebert man drauf hin. Da kommt so ein bisschen entweder der Hass oder der Lieblingsgegner der Liga zu Besuch. Wie ist das für die Mannschaft? Ist das auch nochmal eine besondere Anspannung, eine besondere Motivation, gegen die Bayern auf den Platz zu gehen? Will man die mit noch mehr Lust besiegen? Ja, ich glaube, das ist schon so. Also gegen die großen Mannschaften ist man schon nochmal ein bisschen mehr motiviert. Ich will nicht sagen mehr motiviert, man will eigentlich immer gewinnen. Aber es ist ein anderer Reiz, wenn man die ganz Großen gegenüber hat. Und es ist schon was Besonderes, dort zu bestehen und auch ja, um sich selber zu prüfen, kann man mithalten, gewinnt man mehr Zweikämpfe, man nimmt sich vor, mehr Zweikämpfe, gewinnen die Nationalspieler. Und das sind so kleine Detailsachen, wo man in so einem Spiel einfach viel zählen kann und viel mitnehmen kann. Und von dem her glaube ich schon, dass diese Spiele schon nochmal ein bisschen besonders sind. Können Sie sich noch erinnern, wie das für Sie war vor dem Spiel am 27. November 1993? Ich meine, dass Sie Tore schießen können, das wusste damals jeder, Sie erst recht. Haben Sie so sich vorgenommen gehabt, dem Raimund Aumann, dem schenke ich jetzt mal 1, 2, 3 ein? Nee, vorgenommen nicht. Wir hatten einen guten Matchplan an dem Tag von unserem Trainer, weil bei uns waren die Verhältnisse etwas anders wie in München. Wir hatten die Proben im Boden und haben uns da was zurechtgelegt, dass wir nicht lange Mit Ballstaffetten dem spielen wollten. gefrorenen Boden könnte es ja auch klappen am Samstag. Ich habe Ja, 3 Grad vorhergesagt. das sieht Aber ganz heute haben wir danach Fuß aus, ja. Rasen halt. Und wir wollten einfach, ja, gut aussehen, wenn es möglich ist, eben was mitnehmen. Und das Spiel lief dann halt genau so, dass uns in die Karten gespielt hat, dass wir auch in Führung gehen konnten in meiner Treffer. Und dann nahm das Spiel einfach seinen Lauf und es war eine besondere Magie dann in dem Stadion. Und wir wurden getragen, auch von den Zuschauern und von den Fans. Und es passte alles. Bayern hatte dann nicht so einen glücklichen Tag. Die haben eher mit dem harten Boden gehadert. Wir haben es halt hingenommen, wie es ist und wussten. Und diese Tore haben natürlich dazu beigetragen, dass der Glauben immer stärker wurde, dass wir sie besiegen können. Ihr erstes Tor haben Sie schon in der 5. Minute geschossen. Ja, das ging relativ schnell, ja. Es war ein zügiger Angriff und das war natürlich für uns Gold wert, dass wir gleich 1-0 in Führung waren. Ich glaube, je länger das Spiel dauert und 0-0, wer weiß, wie es ausgegangen wäre, aber wir sind froh, dass es da, oder ich auch, muss ich sagen, dass es so einer meiner Höhepunkte war, auch in meiner Karriere. Die nächsten zwei Tore in der zweiten Halbzeit, glaube 64. und 83. Minute. Ja, wie war das hinterher für Sie? Wie feiert man so einen Sieg? Auch so wie die anderen. Also, ich glaube, hinterher merkt man das dann gar nicht mehr. Dann war es einfach ein Sieg gegen großen Gegner. Man hat den genossen, weil es ja doch nicht alltäglich vorkommt, gegen die Bayern, aber auch für Freiburger Verhältnisse gegen die Bayern zu gewinnen. Und dann genießt man das natürlich schon und man spürt es ja auch im Umfeld, mit Glückwünschen, wenn man durch die Stadt läuft. Es kamen natürlich auch mehr Interviewanfragen nach dem Spiel wie sonst und ja, und das prägt einen so ein, zwei Wochen danach noch und ist auch jetzt noch immer eine schöne Erinnerung für mich. Naja, wenn Sie im Training sind, auch wieder, wird auch wieder irgendeiner kommen, oder? Und Sie fragen, wie war denn Ja, das das? wird sicher passieren. Die haben schon gefragt, die Jungs. Und Okay.
Der Heiner hat schon in die WhatsApp-Gruppe reingestellt. Da gibt es, glaube ich, bei euch so die Bayern-Tore, wurden so fünf erwähnt. Und das hat schon einer in die WhatsApp-Gruppe reingepostet, dass wir das angucken. Da bin ich, glaube ich, auf Nummer eins. Mhm. Ich glaube, der SC hat es, glaube ich, heute gepostet, aber wir hatten es, glaube ich, auch. Ich habe es vorhin auch angeguckt, da war es zu sehen und sie damals auch mit Bart und langen Haaren, sind leider auch weniger geworden. Okay, Sie haben den Nils Petersen schon erwähnt, der ist ja eigentlich auch bekannt für Joker-Tore. Ja. Hinter dem schnellsten Joker-Tor in der Bundesliga-Geschichte, da steht auch immer noch Ihr Name. 13 Sekunden, nachdem Sie auf dem Platz waren, haben Sie 96 gegen Bayer Leverkusen das Ding reingemacht. Ja. Trauen Sie dem Nils Petersen so eine schnelle Kiste zu am Samstag? Wenn ich ehrlich bin, nicht. Ich würde den Rekord noch ein bisschen behalten, weil ich glaube, das hat so einen Seltenheitswert. Und ich wusste es noch gar nicht vor ein paar Jahren. Ich wurde auch darauf aufmerksam gemacht. Okay. Dass es auch irgendwo in einem YouTube-Video oder sonst was drin war und habe es dann angeguckt und tatsächlich plötzlich bin ich da an Nummer 1 mit Joker-Tor. Ich würde mich freuen, wenn er eins machen würde, aber nicht gerade nach 13 Sekunden. Okay. Der Rekord bleibt bei Ihnen. Okay. Ja. Sind Sie am Samstag im Stadion? Nein, bin ich nicht. Okay. Wenn Sie jetzt der Mannschaft einen Ratschlag mit auf den Weg geben könnten, Sie sind ja auch selber Trainer. Klar, Christian Streich wird schon wissen, was er zu tun hat, aber wenn Sie da einen Ratschlag mit auf den Weg geben können, die großen Bayern kommen, was würden Sie der Mannschaft für einen Tipp geben? Ich glaube, da kann man gar nicht viel groß. Also das Einzige, was ich immer denke, auch für mich und auch mein Jungsvermittel, es spielt einfach so, wie ihr könnt. Habt keine Angst. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Gegen Bayern kann man verlieren. Ja, man braucht einen guten Tag von Freiburger Seite und Bayern braucht eher einen schlechteren, sage ich mal, dass es funktioniert. Und dann traue ich den Freiburger ruhig auch einen Punkt oder einen Sieg zu. Aber wenn alles normal läuft, sollten die Bayern eigentlich gewinnen. Und von dem her hat man nichts zu verlieren. Man sollte einfach frei von der Leber weg das spielen, was sie bisher die ganze Saison auch gezeigt haben. Und dann, glaube ich, ist man auch nicht traurig, wenn es dann vielleicht zum Schluss nicht ganz reicht. Aber nur so wird es auch reichen, sage ich mal. Wenn man Angst hat und sich versteckt und sich in die Hosen macht, dann, glaube ich, besteht man gegen die Bayern. Aber breite Brust hat der SC diese Saison ja schon ein paar Mal gezeigt. Und absolut. Ist ja nun wirklich noch allerhand drin. Ja, ich wollte Sie nicht ins Training entlassen, ohne dass Sie einen Tipp fürs Spiel abgegeben haben. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sieg oder Unentschieden. Wenn Sie einen Tipp abgeben, was trauen Sie dem SC zu? Ich sage mal ein 1-1. 1-1, okay. Ich setze mal ein 2-0 dagegen. Okay. Ja, ich träume ja noch mal von einem Günther-Tor gegen Bayern. Das würde mir gefallen. Ja. Okay. Prima, ja, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Gerne. Ihnen jetzt ein gutes Training und dann sind wir mal gespannt, wie es am Samstag ausgeht. Schönen Tag noch. Genau, danke, vielen Dank. Danke, tschüss. Tschüss.